Hier in der neuen Geschäftsstelle der SPD in Bochum, in der alten Hattinger Straße, in der Nähe vom Bermuda-Dreieck. Hinten sieht man das auch auf dem Poster. Und vor mir steht Thomas Eiskirch, Landtagsabgeordneter und Vorsitzender der SPD Bochum. Nur, mit wem spreche ich jetzt eigentlich? Nur mit dem Vorsitzenden der SPD Bochum oder vielleicht auch mit dem nächsten Oberbürgermeisterkandidaten? Also erstmal ist heute der Tag von Frau Dr. Scholz. Frau Dr. Scholz hat heute erklärt, für eine weitere Kandidatur, für eine weitere Wahl zum Amt des Oberbürgermeisters, Amt der Oberbürgermeister nicht zur Verfügung zu stehen. Und ich finde, erstmal ist der Tag, wo man Respekt zollen sollte, sowohl vor der Leistung für die Stadt Bochum als auch vor dieser Entscheidung, die sie getroffen hat. Ich glaube, dass, wenn man mal ein bisschen zurückerinnert, Frau Dr. Scholz diese Stadt sehr nachhaltig geprägt hat und die Zeit als Kämmerin, aber vor allem auch als Oberbürgermeisterin eine sehr wichtige für Bochum war. Ich erinnere, der erste Tag, als sie OB wurde, knallte es gleich bei Opel. Da war richtig was zu tun, Strukturwandel live. Und ich glaube, sie hat sehr nachhaltig eine ganze Dekade die Veränderungsprozesse in dieser Stadt geprägt. Und sie hat eine ganz besondere Gabe dabei, dies so zu tun, dass sie dabei auch die Herzen der Menschen, der Bochumerinnen und Bochumern erreicht. Das ist eine große Gabe und wir sind ihr sehr zu Dank verpflichtet für das, was sie geleistet hat. Und ich glaube, dem sollten wir zum richtigen Zeitpunkt und im richtigen Rahmen auch gebührend Ausdruck verleihen. Wenn Sie sich jetzt die Amtszeit von Frau Dr. Scholz Revue passieren lassen vor Augen, was war denn so der Ihrer Meinung nach wichtigste Moment in der gesamten Zeit? Na, ich glaube, es ist insgesamt nicht ein Moment, sondern es sind viele verschiedene Bereiche, aber sie sind natürlich alle gebunden unter einer Überschrift, die mit Strukturwandel zu tun hat. Opel ist ein Synonym dafür, Nokia war ein anderes, aber vor allem gibt es auch viele positive Dinge. Das, was am Musikzentrum entsteht, das, was wir an Kulturmeile haben, das, was wir an Kreativität in dieser Stadt haben, ganz besonders positiv die Ansiedlung des Gesundheitscampus, dass Bochum sich dort durchsetzen konnte. Das sind schon eine ganze Menge Dinge, die mit Strukturwandel zu tun haben und deswegen glaube ich, ist das eine wirklich gute Dekade gewesen. Gut, wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, wird jetzt der sogenannte Machtkampf ausbrechen, der gerne von einigen Medien schon dahergeschrieben wird? Nein, wir sind da auf einem festen Fundament in der Bochumer SPD. Wir haben eine klare Vereinbarung, wie wir zu einem Personalvorschlag kommen. Und wir werden in den Gremien jetzt in aller Kürze in den nächsten Tagen die verschiedenen Beratungsrunden miteinander so haben, dass wir dann auch zu einem Personalvorschlag kommen. Der Vorstand der Bochumer SPD, so ist es beschlossen, wird dem Parteitag einen Personalvorschlag unterbreiten. Und der Parteitag wird im März stattfinden, wie Herr Pottblock auch schon im Dezember berichtet hat. Also die Entscheidung wird deutlich früher, wie gesagt, in den nächsten Tagen nicht nur entschieden, sondern natürlich auch der Öffentlichkeit bekannt gegeben. Der Wahlparteitag, die Wahldelegiertenkonferenz, da sind bestimmte Anforderungen dran gestellt, die wird allerdings erst am 23. März stattfinden. Jetzt haben Sie ja auch die Rolle als Parteivorsitzender und da ist es natürlich so eine Aufgabe, auch Kandidaten zu finden, mit der Amtsinhaberin zu sprechen. Ist das nicht auch irgendwie ein Spagat, wenn man selber alle 3 Tage in der Zeitung als potenzieller Nachfolger gehandelt wird? Natürlich ist das ein Spagat und natürlich ist das keine einfache Situation, aber ich glaube, wenn man es mitbekommt und wenn man es auch mit anderen Städten vergleicht, haben wir das in Bochum in der Sozialdemokratie in einer großen Solidarität und Geschlossenheit bisher bewerkstelligt. Und ich glaube, das wird auch bis zur endgültigen Entscheidung, wer ist unser Personalvorschlag zu beraten. Die SPD hat bei der vergangenen Oberbürgermeisterwahl zusammen mit den Grünen quasi eine Vereinbarung getroffen. Die Grünen haben halt nicht kandidiert, was natürlich auch am geänderten Wahlrecht lag. Strebt man das jetzt wieder an, da man ja in Bochum eine recht harmonische rot-grüne Koalition hat? Sobald wir wissen, mit wem wir gerne ins Rennen gehen würden, werden wir direkt mit den Koalitionspartnern, mit den Grünen, das Gespräch darüber suchen. Und die letzte Frage: Was sind die wichtigsten Aufgaben, die der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Ottilie Scholz angreifen muss? Ja, ich glaube, es ist einfach die Frage von Arbeitsplätzen und das hat ganz viel mit Strukturwandel und Veränderung von Angebotssituationen zu tun. Was kann man da für Bochum tun? Das Zweite ist, und das hängt damit auch schon ganz eng zusammen, den Kopf hochzubekommen. Das, was ich gesagt habe, dass wir oftmals unter Wert wahrgenommen werden, darf so nicht bleiben. Wir müssen selber selbstbewusster mit den Funden dieses Standortes wuchern. Und das Dritte ist, dass wir gucken müssen, dass die Menschen hier nicht nur Arbeit haben, sondern gerne wohnen, gerne leben, gerne sich auch selber daran beteiligen, wie diese Stadt sich gestaltet. Das heißt Bürgerbeteiligung, gute Wohnsituation, Kultur, Sport, eine Stadt, in der man sich wohlfühlt. Ich glaube, das sind die Herausforderungen, die immer wieder da sind und die auch immer wieder neue Dimensionen der Herausforderungen mit sich bringen. Okay, vielen Dank. Gern geschehen.